lustiger Roboter. Wow, was ein Auto. Neu, glänzend, frisch geputzt und poliert. Und das bei Handy Andys Werkstatt. Wo ist Handy Andy? Ah, da ist er ja. Hallo Freunde, ich habe euch lange nicht gesehen. Ich wollte euch mein neues Rennauto vorstellen. Dodge. Es ist ein schnelles und starkes Auto. Entschuldigt mich bitte. Ich bekomme einen Anruf. Ein Moment. Hallo, Handy Andy am Apparat. Hallo, Handy Andy. Ich bin's, der Polizist. Kannst du mir bitte sagen, ob in den letzten Tagen ein oder mehrere Rennautos in deiner Werkstatt waren zur Überholung? Rennautos? Daran kann ich mich nicht erinnern. Was ist passiert? Wir suchen nach ein paar Leuten, die Autorennen in der Stadt organisieren und den Stadtverkehr aufhalten. Ich verstehe. Wenn ich etwas höre, sage ich Ihnen direkt Bescheid, Herr Polizist. Straßenrennen sind schon vor langer Zeit verboten worden, aber es gibt ein paar Fahrer, die das Gesetz brechen. Ich muss kurz zur Tankstelle. Das Auto hier ist neu und der Tank ist leer. Ich hoffe, ich habe genug Benzin, um es zur Tankstelle zu schaffen. Ich habe wirklich Hunger. Es gibt eine Pizzeria auf dem Weg zur Tankstelle. Da schmeckt die Pizza besonders gut. Denke, ich halte dort an und esse etwas. Hier ist die Pizzeria. Was ein Lärm! Wir können den Holzlaster hören, der schwere Lasten trägt. Große, lange Stämme. Wisst ihr, was ein Holzlaster ist? Es ist ein Lastwagen mit großen Rädern, einen riesen Benzintank und einer Ladefläche mit speziellen Halterungen. Diese Halterungen halten die Stämme zusammen, sodass sie während der Fahrt nicht verrutschen. Ein spezieller Kran legt die Stämme mit einem besonderen Mechanismus auf den Laster. Der Holzlaster kann außerdem auch andere Lasten, wie Stangen, Rohre etc. tragen. Moment mal, was ist dieses Geräusch? Was ist denn da los? Sind das Motoren? Das sind die Straßenrennen, von denen der Polizist gesprochen hat. Wieso muss das denn organisiert werden? Das ist so gefährlich für die, die daran teilnehmen und andere Straßenteilnehmer. Oh, oh, oh. Das Benzin spritzt wie aus einem Springbrunnen aus der Tankstelle. Das ist eine große Gefahr, Freunde. Schaut nur, der Laster wird bald in Flammen stehen. Was habe ich gesagt? Dann erreicht das Feuer das Benzin und die Tankstelle explodiert. Was ein Glück, dass der Fahrer den Lastwagen verlassen könnte. Oh nein, gleich explodiert hier alles. Oh Gott, wie furchtbar. Schaut mal, wie die Tankstelle brennt. Ich muss sofort die Feuerwehr rufen. Hilfe, Feuerwehr! Wir brauchen Hilfe. Hier ist die Feuerwehr. Was ist passiert? Feuerwehr, kommt schnell. Die Tankstelle in der Stadt brennt. Verstanden. Wir sind schon unterwegs. Wir sind in ein paar Minuten da. Achtung, Achtung. Einsatzwagen 1 und 3. Notruf zur zentralen Tankstelle. Sie steht in Flammen. Alles klar, wir sind unterwegs. Wir beeilen uns.
Wir sind hier. Wir fangen an, das Feuer zu löschen. Schaut, Freunde, sie bekämpfen das Feuer mit Schaum. Merkt euch, man kann Benzin nicht mit Wasser löschen. Das Feuer wird größer, wenn es mit Wasser in Berührung kommt. Um dieses Feuer zu bekämpfen, braucht man Sand, Erde oder Schaum, wie wir hier gesehen haben. Das Feuer ist gelöscht. Es gibt keine Verletzten. Danke an alle für die gute Arbeit. Oh, alles ist gut gegangen. Wir können nach Hause gehen. Tschüss, Freunde. Abonniere unseren Kanal, damit ihr keine neuen Folgen verpasst, Freunde. Klickt Gefällt mir. Hier könnt ihr Bilder zum Ausmalen zu diesem Cartoon finden. Bittet eure Eltern, die für euch auszudrucken. Danke, dass du dir unseren Trickfilm angesehen hast. Bitte wähle, was du dir jetzt gerne anschauen willst. Wir haben sehr viele interessante Trickfilme.